Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gestern Abend hat Diablo Blizzard die komplette Liste aller neuen Uniques veröffentlicht. Es gab ja bisher nur eine Auswahl von den 12 Uniques, aber jetzt haben wir die komplette Liste für alle Uniques. Sowohl ein Unique für jede Klasse ist dabei, plus nochmal 7 Uniques für alle Klassen. Die sind immer hier betitelt mit Unique Generic. Also, da könnt ihr unten in der Videobeschreibung mal selber lesen, was da so alles dabei ist. Sind ein paar coole Sachen dabei. Eine Sache will ich direkt mal hier heraus stechen. Wir haben natürlich hier nur den Affix, den Effekt. Wir wissen noch nicht, welche Affixe drauf sind. Bedeutet, es könnte natürlich sein, dass die Unix vom Effekt her cool sind, aber die Affixe schlecht sind. Wir erinnern uns da so an Verwegenheit zum Beispiel, was bis heute noch keine guten Affixe hat. Und deswegen relativ wenig genutzt wird. Aber hier zum Beispiel T-Bowls will You deal 20-40% mehr Schaden, während ihr unstoppable sind. Da kommen wir gleich mal drauf, wieso das krass ist. Und 4 Sekunden danach noch. Das heißt, die komplette Zeit, wo ihr unstoppable sind, kriegt ihr mehr Schaden. Und auch nochmal 4 Sekunden danach. Plus, man bekommt 50 Ressourcen, wenn man unsterblich ist. Das ist extrem nice. Alleine mit dem Druiden, da werde ich euch gleich auch was zeigen, gibt es zwei Quellen, die man nehmen könnte, wo das richtig, also es wird richtig cool. Ansonsten könnt ihr euch die Sachen mal selber anschauen. Skoppel und ich haben schon ein bisschen rumgespielt, Season 2, mit den Builds, was man so machen kann. Und wir haben zwei Builds gebaut. Einmal den Blutwoge-Build, den ich ja schon mal vorgestellt habe für Season 1, den könnt ihr euch sogar noch anschauen. Habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Den habe ich abgeändert. Der wird richtig nice. Darum geht es aber heute nicht. Den werde ich vorstellen, wenn es dann wirklich da ist. Weil ich glaube, der könnte richtig krass werden. Heute geht es um den Boulder-Build. Ihr erinnert euch, Hurricane und Boulder hat jetzt ein neues Amulett, dieses hier. Das macht, wenn Hurricane aktiv ist und ihr dann Boulder drückt, dass der Boulder im Hurricane um euch herum weht und Gegner trifft. Und der Build hier, ich glaube, der wird extrem, extrem geil. Und zwar gibt es beim Druiden den Skill ganz unten, den Key Passive Skill. Nature's Fury. Das macht, dass zu 30% die Chance besteht, dass aus der gleichen Kategorie, wenn ihr eine Erdefertigkeit zündet, zu 30% auch eine Sturmfertigkeit zünden kann. Und das in Verbindung mit Boulder und Hurricane. Also ich glaube, ihr wisst schon, worauf es hinausläuft. Wenn ihr Boulder drückt, habt ihr eine 30% Chance, dass Hurricane kommt und andersrum. Das bedeutet, die beiden zusammen werden eigentlich die ganze Zeit aktiv sein, um euch herum wehen. Dazu habt ihr ein Aspekt, der neu dazugekommen ist, dass, ich weiß nicht, ob der wirklich neu ist, aber dass Boulder jetzt keine Abklingzeit mehr hat, sondern 50 Ressourcen kostet. Das Ganze habe ich auf die Waffe gemacht, weil auf der Waffe gibt es nochmal den doppelten Effekt. Ne? Zweihandstab mit dem Effekt macht ihr über 240% mehr Schaden und Boulder ist, wie gesagt, nicht mehr an Abklingzeit gebunden, sondern kostet 50 Spirit. Das in Verbindung mit Spirit Cost Reduction und Abklingzeitreduzierung wird der, ich glaube, der wird richtig, richtig krass. Jetzt habt ihr im Titel schon gesehen, es wird in Season 2, davon gehe ich stark aus, extrem darauf gehen, dass man overpowert und crittet. Deswegen ist das hier ein extremer Crit plus Overpower Build. Overpower Damage hat ja grundsätzlich eine Chance von 3%. Die kann man auch nicht erhöhen, diese Chance, wie zum Beispiel die Crit-Chance. Man kann sie nur zu 100% garantieren. Und bei dem Werbär-Build, den ich hier habe, gibt es einen Skill, der das macht. Und zwar, wenn ihr insgesamt 16 Sekunden in der Werbär-Form seid, dann wird der nächste Skill auf jeden Fall overpowern. Zusätzlich habt ihr im Boulder noch die Möglichkeit hier beim Overpowern, dass der Gegner gestunt wird. Das zusammen mit Umbral und Aspect of Quicksand macht, dass eure Ressourcen die ganze Zeit voll sind. Also ich glaube, der Build hier kann extrem geil sein. Vor allen Dingen, weil auch Insatiable Fury macht, dass ihr sowieso die ganze Zeit in Werbeform seid. Es gibt noch eine Möglichkeit, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin. Weil T-Bolt will, macht zwar, dass ihr unstoppable seid und mehr Schaden macht. Falsch. T-Bolt will macht zwar, dass ihr mehr Schaden macht, wenn ihr unstoppable seid. Das könnt ihr entweder durch einen Aspekt auf den Schuhen machen und vor allen Dingen durch irdenes Bollwerk.
das ihr macht, dass ihr unstoppable seid. Das heißt, immer an irgendeines Bollwerk, ihr seid unstoppable 4 Sekunden lang und kriegt 40% den Damage Boost. Insgesamt dann 3 Sekunden plus 4 Sekunden. Man könnte noch überlegen, ob man dann vielleicht macht, dass Irdens Bollwerk noch länger aktiv ist. Aber was halt doof ist, ist, wenn ihr Tebol Zwill habt, wir wissen noch nicht, was die Affixe sind, dann könnt ihr in den Pants nicht Level zu Boulder machen. Deswegen werde ich erst gucken können, wenn die Season wirklich da ist, was besser ist. Ist wirklich die Hose besser, die mehr Schaden macht, wenn ihr unstoppable seid? Oder sind die Ränge bei Boulder wichtiger? Mit zum Beispiel dem Aspekt, den ich euch gerade gesagt habe, dass irgendein Bollwerk vielleicht länger ist oder irgendwas anderes. Da muss man vielleicht noch schauen. An sich steht der Bild. Ich habe Paragon-Bild komplett drin. Wir haben ganz am Ende hier auch die neue Glyphe drin. Tectonic, die macht das Earth-Skill, die nochmal 15% mehr Schaden macht für jeden Dex-Punkt hier. Und hier sind ganz viele Dex-Punkte drin. Für jeden Will-Punkt, sorry, Willpower-Punkt mehr Schaden macht. Könnt ihr mal selber schauen, das Bild ist unten verlinkt. Ich habe auch noch ein paar andere Builds. Hier ist auch noch der Hydra-Build drin. Der wird wahrscheinlich mit ein paar kleinen Anpassungen auch im Season 2 funktionieren. Das gleiche gilt für den Feuerball-Build. Und wie gesagt, den Blutwoge-Build schauen wir uns an, wenn die Season da ist. Sagt mal, was ihr glaubt, was in Season 2 OP sein wird. Ich glaube, Overpowern gerade bei den Builds, die garantierte Overpower-Skills drin haben, wird extrem krass. Crits wird bleiben. Ich glaube, Verwundbarkeit wird keiner mehr spielen. Ich mit diesen 20% 1,2-fachen Schaden nur Verwundbarkeit ist, glaube ich, Verwundbarkeit so gut wie Geschichte. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr glaubt, was die nächste Meta sein wird. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wie gesagt, ich werde die beiden Builds auf jeden Fall vorstellen, wenn die Season da ist. Und ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.